Jo, liebe Leute, schönen guten Tag. Willkommen zur 10. Ausgabe vom Podicast. Und heute mal einen ganz besonderen Charakter wieder unter die Lupe genommen, schön durch die Analysenmaschine durchgezwiebelt. Und zwar Marco der Phönix, ein sehr beliebter Charakter. Und ich bin sehr gespannt heute, was ich auch Neues rausfinden werde, weil wir haben wieder die Wiki-Beiträge auf. Wir werden die ganze Geschichte umkrempeln, werden alles, jeden Stein umdrehen, den es zu Marco dem Phönix gibt. Und alles mal durchleuchten bezüglich seiner Vergangenheit, seiner Kindheit, seiner Vergangenheit bei Whitebeard und natürlich jetzt auch die Gegenwart und der Vergeltungskrieg, seine Stärke und Zukunft, alles mögliche, Leute. Und natürlich bin ich nicht allein, ich habe den Myrolox dabei und der kriegt jetzt auch gleich das Zepter in die Hand, Leute. Und ich rede ein bisschen zu schnell heute, ich weiß, aber ich muss ein bisschen runterkommen, weil ich bin zurzeit im Videoflow, dass ich hier Videos aufnehme, noch und nöcher, aber ja, ich bin jetzt langsam finde ich mich in der Podcast. Der One Piece Theoretiker sehr, sehr fleißig. Ja, sehr, sehr fleißig. Der One Piece Theoretiker sehr, sehr fleißig zurzeit. Also, das kann man nicht anders sagen. Kann ich bestätigen. Ja, Leute, Marco der Phönix, wie gesagt, absoluter Fan-Favorite-Charakter, wahrscheinlich so der Lieblingscharakter von vielen Leuten. Und wir fangen natürlich wieder chronologisch an in der Geschichte. Also erstmal noch seine Zeit vor dem Whitebeard-Piraten. Über die ist nicht allzu viel bekannt. Also wir haben nicht so viele Informationen über die Vergangenheit. Der grundlegende Tenor ist aber hier wieder das Bild von Marco als Kind. Wurde auch wieder in der FPS gezeichnet. FPS Band 70, könnt ihr euch das gerne mal anschauen. Dort sieht man Marco als Kind gezeichnet von Oda. Und es ist... Also er wirkt halt wie ein ganz normaler, fröhlicher Junge. Er streckt so ein bisschen seine Zunge raus und malt da auf einer Karte rum. So sieht es so ein bisschen aus. Generell sind da extrem viele Bücher übereinander gestapelt. Das heißt, ja, man kann vielleicht, weil er ja auch so ein Schiffsarzt ist und so, man kann es vielleicht ein bisschen deuten, dass er ein relativ gebildeter, belesener Mensch war, schon als Kind sich quasi in der Richtung bewegt hat. Aber es gibt jetzt nicht so eine es ist nicht so eine theoriengesponnte Kindeszeichnung wie zum Beispiel bei Blackbeard oder so. Ich finde auch als Kind, er sieht ziemlich glücklich aus. Die Frage ist, wo ist er aufgewachsen? Also wir wissen halt nur, dass er von der Grand Line irgendwo stammt, aber wo genau, wissen wir nicht. Er ist ja der Navigator der Crew, ne? Das wissen wir auch. Ich glaube, ich stand im Vivrikarten-Databook. Genau. Aber ich glaube, im Wiki steht es hier noch gar nicht. Aber er war ein Schiffsarzt halt. Schiffsarzt und der Navigator. Stimmt das? So, weil es ist ein bisschen viel für ihn. Aber Navigator passt meiner Meinung nach. Ist es ja, nicht, ja. Weil Arzt, ey, ganz ehrlich, Arzt ist für ihn eigentlich keine, das ist ja keine Nummer für ihn. So. Er muss ja nicht wie Chopper oder irgendwelche Kräuter zusammenbrauen und irgendwie, der hat ja einfach die Flamme der ewigen Wiedergeburt oder wie die genannt wurde, was einfach krass ist so. Und sogar, dass die Wunden sich an dieser Stelle dann schneller heilen. Wenn wir später auf seine Fähigkeiten nochmal eingehen, auf seine Kräfte, dann werden wir das auch nochmal erwähnen. Wohl mit die krasseste Soanfrucht überhaupt, auch gerade. Also, es gibt keinen besseren Arzt. Natürlich könnte man sagen, Law ist Law der bessere Arzt? Wer wäre der bessere Arzt? Er oder Law? Also ich glaube schon Law, weil viele äußere Wunden, wenn du jetzt eine Schnittverletzung oder so hast, dann kann Marco die wahrscheinlich schon nice heilen mit seinen Flammen, aber wenn es um komplizierte Operationen geht, ich glaube, wenn du eine Kugel im Körper hast, dann helfen die Flammen ja auch nichts. Die Kugel muss ja trotzdem da raus und da ist halt die Operationsfrucht, glaube ich, nochmal, die ist einfach da für ein bisschen nicer, glaube ich. Also ich würde schon sagen, dass die ein bisschen krasser ist. Ich denke, von der Variante. Ich würde auch sagen, oder? Ich würde auch sagen, ja, man kann damit halt viel mehr machen. Er kann halt nur, was ist, ja, was ist, wenn du innen drinne so Organe oder so versagen, was machst du dann? Ich glaube, Law könnte das ja, trotzdem ja, genau, so. Er ist, genau. Ja, ist ja auch Chirurg, so wird er auch genannt. Deswegen, ich glaube auch, Law ist besser. Aber trotzdem, das ist einfach krass so. Das ist ja nicht nur, normalerweise die Soan-Früchte sind ja alle so, dass man nur einen eigenen Nutzen davon zieht, aber er kann das wirklich auch auf andere Leute übertragen, diese Flamme der ewigen Wiedergeburt, was, das ist einfach overpowered, so, ne? Genau. Kann man nicht anders sagen. Genau, und das ist auch der erste Punkt quasi, also wenn wir in Richtung Stärke gehen, weil wie gesagt, Kindesbild ist jetzt so nicht so interessant, ja. Und der nächste Schnitt ist quasi schon, wie er dem Whitebeard-Piraten beigetreten ist, schon das Treffen zwischen Whitebeard und Shiki in Kapitel 0, schon da ist ja quasi Marco da, aber auch schon in den ersten Zügen und auch wo Whitebeard erklärt, wie es zu dieser ganzen Aufbau der Familiengeschichte kam, war Marco auch immer da, das erste Mitglied, was man gesehen hat. Deswegen kurz zur Stärke, also zur grundlegenden Frucht. Er hat eine mystische Soan-Teufelsfrucht gegessen, eine Teufelsfruchtart, die seltener ist als Logia-Teufelsfrüchte, von denen es ja auch nur eine Handvoll gibt. Und
Und diese mystische Zoanfrucht, es wurde damals von einem Leser gefragt, wie sie sich unterscheidet von der Feuerfrucht von Ace. Also es war halt auch noch relativ früh in Kapitel 571. Und Oda hat dann halt gesagt, dass er einen ganz normalen festen Körper hat, dann die blauen Flammen der Wiederauferstehung, was du gerade gesagt hast mit dem Heilen. Und wichtig hier, die erste wichtige Info ist, dass seine Regenerationskraft auch Grenzen hat. Das heißt, er kann nicht sich ewig wieder heilen. Also er hat ja dann zum Beispiel die Schüsse von Kizaru abgewehrt und sowas kann er nicht ewig lange durchziehen. Also irgendwo ist das Limit dann erreicht. Das ist schon mal die erste wichtige Info. Und das zweite ist, dass er die Flammen nicht so ändern kann, dass er etwas damit in Brand setzen könnte oder hohe Temperaturen erreichen könnte. Das heißt, es hat keinerlei kämpferischen Aspekt, dass er sich mit Flammen überzieht. Für alle die Leute, die sich vielleicht mal gewundert haben, warum Marco da nicht mal den einen oder anderen Feuerpunch raushaut. Das ist quasi so die Antwort dazu. Sonst wäre es auch noch die Feuerfrucht und alles fusioniert noch. Das wäre natürlich irgendwann auch too much. Aber ja, die regenerativen Fähigkeiten so... Das ist schon mit das Krasseste, das kann man nicht anders sagen. So. Ich finde es trotzdem immer noch die geilste Frucht. Aber auch, dass er sich nicht unendlich heilen kann, ist irgendwie, ist krass. Also gibt es da ein Maximum? Und was ist, die Frucht ist nun mal Asche aus dem Phönix. Jeder kennt das, weißt du? Also das ist der Phönix aus der Asche, andersrum. Das ist der sozusagen, und kann er dann wiederbelebt werden, so mäßig, weißt du, was ich meine? Oh Gott, ich habe mich so verlabert. So Asche aus dem Phönix. Asche aus dem Phönix, da kackt ein bisschen Asche aus. Digga, nein, lass uns doch mal, also ist es auch noch die Frucht von Brook? Das ist so dumm. Ja, das ist alles, es ist halt einfach alles kombiniert. Leute, einfach, ist ja sowieso alles ein Podcast, da kann man ausschweifen. Oh, es ist halt alles kombiniert, weil Brook, der ist ja auch nur ins Leben zurückgekommen, aber wenn es jetzt wirklich so stimmt, das ist ja eine der verbreitetsten Theorien überhaupt, wenn Marco stirbt, dass durch, wenn er uns erst seine Frucht erwacht hat, dass er quasi so ein One-Time-Rebirth-mäßig so hat, dass er so quasi einmal wieder zurückkommt. Einmal, meinst du? Das, dann hat, ja, ich glaube, ja, wenn immer, dann wäre halt ultra, dann dürfte es ja nie einen Phoenix-Nutzer geben, so weißt du? Deswegen, ich glaube, einmal, wenn. Meinst du, er wird dann auch so wieder Phoenix, auch wieder als kleines Phoenix kommt er wieder als Küken, er ist ja nicht gleich dann wieder, ist er dann wieder ein Kind, sozusagen? Das ja, ist auch interessant. Das wäre ultra krass, das wäre, naja, das ist die Frage, ne? Also, deswegen, aber nur um kurz darauf, also er hat Heilungskräfte, es gibt ja auch die Heilungsfrucht, das hat ja der eine, die Tontata-Tuse da, ja. So. Hat er im Grunde auch, dann hat er eine starke Zoan-Kreatur, man sieht ja, dass er mit den Phönix auch viel machen kann, er kann fliegen, er kann ja auch die Krallen und so von dem Phönix ganz normal benutzen, das heißt, all das sind alles so Aspekte, die er hat, er vereint einfach locker 4-5 Früchte ineinander, also die Frucht an sich ist auf jeden Fall 10 out of 10, da gibt's, glaube ich, keine zwei Meinungen. Ey, ich finde die auch, also mit einer der geilsten Früchte überhaupt, auch alleine, dass du instant fliegen kannst, was jetzt im Nachhinein nach dem Teil auch nicht mehr so krass ist, aber... Ey, das ist immer noch einfach nice. Geil, so einfach geil. Nice. So, und jetzt ist die Frage, also, ich kann ja auch nichts treffen, selbst wenn du Haki hast, so, scheißegal, so, kannst du noch so krasses Haki haben. Ja, ja, genau, er hat halt nicht den Logia-Nachteil, wir haben ja auch schon in einem der letzten Podcasts darüber gesprochen, dass Logia-Früchte so ein bisschen ihren Spirit verloren haben, weil jeder Haki beherrscht, so, und dann kannst du halt auch als Logia-Nutzer so ein Karibu oder so, der nutzt seinen Vorteil da auch nicht mehr, der kriegt einen Haki-Punch und dann ist Ende im Gelände, aber Marco, da ist egal, was du machst, egal, ob du Haki mit Schwert-Haki oder einfach eine krasse Teufelsfrucht, das bringt dir alles nichts, Marco ist einfach da in der Hinsicht eigentlich immer im Vorteil. Also der hat da auf jeden Fall alles schon ganz gut drauf. Vielleicht ganz kurz, der erste Auftritt im Anime war in Folge 151 und da kam schon zu einem Fehler von Toy Animation, denn Marcos erster Auftritt im Anime, schwarze Haare. Schwarze Haare hat man einfach Marco dem Phönix gegeben. Kann man sich gar nicht vorstellen. Wenn man immer so an die ganzen Marine-Vorzehen denkt, dann kann man sich einfach nicht vorstellen, dass er schwarze Haare, also weißt du, das ist so unpassend, wenn man so zurückblickt. Ich weiß auch nicht, haben die da nicht mal oder gefragt oder so? Sich vorstellt oder so, oder gab es dann koloriert gab es wahrscheinlich da doch keinen Marco oder von ihm oder so. Ist trotzdem lustig, viele kennen es noch und es wurde auch nicht verbessert, weil es gibt ja den legendären Fehler, das ist mir letztens aufgefallen, wo Ace nochmal in der Eishöhle da auf Shanks trifft, wo der Arm wieder dran ist, ne? Kennst du das? Wo Shanks auf einmal wieder beide Arme hat. Und das wurde, weil ich habe ja auch die Folge dann mir nochmal runtergeladen so, und da ist es einfach, ist der Arm wieder so ab. Also die haben es einfach nochmal verbessert in der Blu-Ray-Fassung. Also die haben das dann nochmal verbessert, wirklich. Das wusste ich auch nicht. So, ist halt die Frage, ist es bei Marco so, hat er blonde Haare dennoch irgendwie? Weil später hat man noch Flashbacks gesehen, wie du auch gesagt hast, so das mit Shiki und so. Und da hatte er blonde Haare. Das war wirklich ein Fehler, wie du gesagt hast. Und er hatte nicht damals schwarze Haare. So. Also so ist es nicht, Leute. Viele sagen, er hat die gefärbt. So. Das ist auch ein Quatsch.
Naja, aber es passt ja auch, weil der Phönix ist ja so blau und dann hat er halt so gelbe Züge und dann ist ja sein Kopf brennt ja auch so komplett gelb so und dazu passen halt die blonden Haare, weil er halt ja manchmal so diese Mischmaschform hat, wo er so zum Teil Phönix, zum Teil Marco selbst ist und da würden die schwarzen Haare halt überhaupt nicht in dieses Farbbild passen und deswegen, das ist schon ganz gut so. Ja, an sich, kann man auch, also wie gesagt, das Treffen mit Shiki ist ja in Kapitel 0 gewesen und schon hier kann man sagen, also obwohl Marco so eine Navigatorrolle hat und eine Division leitet mit Leuten, die ja dazugehören und Schiffsarzt ist, ist er eigentlich auch irgendwo noch Vize-Captain und auch irgendwo noch so die Schnittstelle, die für so das Mädchen für alles ist, Marco einfach. Weil Marco ist auch, da werden wir auch später nochmal drauf zu sprechen kommen, einfach für alles immer zuständig, wenn es um irgendwas geht, was für Whitebeard dann doch wieder zu nervig ist. Wenn es um irgendwelche Entscheidungen geht oder Botengänge oder er war zum Beispiel auch der Ace, der es ja nicht so leicht hatte am Anfang in der Crew, so versucht hat, in die Mannschaft zu integrieren und so, weißt du? Ja, da hat ja er auch so das Zepter in die Hand genommen und so gesagt, ja, wir nennen ihn alle Vater, weil bla 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 und hat sich die Zeit genommen, ein neues Mitglied zu integrieren, obwohl er ja nicht zu seiner Division gehörte. Ja, und auch nicht und das zeigt ja so ein bisschen. Er war der, es gibt tausend Beispiele dafür. Bei Marineford, er hat sich am meisten aufgeopfert für alles. Also wirklich, er ist ja von A nach ja, B und hier ist, mit jedem Admiral, ja, gib ja. ihn in die, es war richtig krass so. Also da kann selbst. Und er hat ja auch den anderen Befehlen gegeben, das ist halt krass. Ja. Also er hat ja zum Beispiel auch Vista befohlen er hat Vista in Kapitel 561 wirklich befohlen, gegen Falkenauge zu kämpfen, damit man die Situation noch handeln kann. Und er war ja auch zum Beispiel, wo die ganzen Leute auf dem Whitebeard-Boot versammelt waren und Shanks kam, also wir springen jetzt ein bisschen hin und her, aber das ist auch so das Erste, was wir hatten, nämlich Shanks Zusammentreffen mit Whitebeard auf der Moby Dick, wo er dann so sagt, Leute, zischt ab, ihr sonst überlebt ihr, also was heißt überlebt nicht, aber dann brecht ihr ja gleich alle zusammen, wenn Shanks aufs Boot kommt. Und so kam es ja auch so, weißt du, da hat er auch so wieder diese Rolle eingenommen, so Leute, verzieht euch, weil sonst spürt ihr die Konsequenzen. Ja, das ist echt, also er hat ja auch, wie gesagt, das, also für mich ist er auch so, du hast schon gesagt, so eigentlich der Vize, aber er hat ja auch wirklich das Zepter in die Hand genommen nach Whitebeards Toten und so und hat die noch angeführt. Sie sind ja noch weiter gesegelt, so. Aber wie gesagt, er hat standgehalten, dem Haki von Shanks, also man kann ihn, ich habe ihn auch von Anfang an schon als einen Stärkeren eingeschätzt, so, und Marineford war halt so das Nonplusultra, wo wir gesehen haben, da wurde er mit zu meinem Lieblingscharakter, ohne Scheiß, ich finde ihn so geil, ist einer meiner Lieblingscharaktere immer noch, auch wenn er natürlich jetzt, ja, verloren hat gegen Blackbeard, also wir springen gerade echt von A nach B, aber wir müssen mal versuchen, ein bisschen gleich über die einzelnen Sachen zu reden, aber ja, okay, lass uns anfangen, wie du gesagt hast, mit Shanks, was habe ich dazu ihm zu sagen? Ich finde, sein Auftritt war ja cool, dass er das erwähnt hat und so, aber keine Ahnung. Er hat halt keine Tiefe da bekommen, so. Wir wissen ja jetzt nicht mal ja, viel also über ihn. Es war quasi die erste Szene, in der man gesehen hat, das ist Whitebeards Crew und alle die quasi da noch locker standen, sprich Marco, sprich Jozo und so, da wusste man, okay, das sind die stärkeren Leute aus denen seiner Crew, das ist so Ben Beckman und so von Shanks Crew, dann hat Whitebeard halt die Leute, also das war einfach nur um zu zeigen, alles klar, ja, ist echt so, das Königshaki von Shanks ist so um zu zeigen, Leute, die sind alle irrelevant und die noch stehen, die sind noch wichtig, so. Ja. Ey, das ist halt so da das Einzige. Das ist so eine der geilsten Szenen überhaupt, so, ne? Kann man nicht anders sagen. Ultra. Wo er da so badass auftritt mit seinen heftigen Königshaki, so sogar die Reling zerstört, ist ja auch bis heute so mit eins der interessantesten Sachen. Dann kommen wir zur Marine vor. Das ist wirklich so der ausschlaggebende Punkt für Marcos Charakter, denn auch hier wieder Marco natürlich absolut auf der Seite vom Whitebeard. Das war ja die ganze Zeit so, dass Ace ist ja Blackbeard hinterhergegangen, obwohl jeder gesagt hat, auch Marco hat ihm gesagt, mach das nicht. So, Ace hat es trotzdem gemacht und dann hat er sich mit Whitebeard ja auch zusammengeschlossen und gesagt, ja, wir haben dich doch geschickt, obwohl es natürlich nicht so war, aber Whitebeard hat es ja dann auch nochmal zu Ace gesagt und Marco hat das Ganze quasi auch mit unterstützt. Das heißt, ja, der repräsentiert die Crew halt 1:1 und er ist halt auch so der eigentlich so lange, bis Whitebeard war ja eine ganze Zeit auf der Moby Dick und hat zugeguckt und er war das Ganze, der es so ins Rollen gebracht hat. Er nennt ja auch Whitebeard König und nicht nur immer Vater, weißt du, wo zum Beispiel Kizaru da so das Licht gemacht hat, da wehrt er halt für Whitebeard das ab und sagt, du kommst nicht so leicht an den König, wo man halt auch einfach sieht, dass er quasi so die Schlachten für Whitebeard schlägt, so lange, bis es halt nicht mehr geht, weißt du? Ja, auch wie gesagt, er hat sich gegen wirklich jeden Admiral behauptet. Ja, viele sagen, ja, der ist so schwach, der hat gegen jeden Admiral verkackt. Aber Leute, der hat gegen jeden Admiral wenigstens irgendwie einen Schlagaustausch gehabt. Das ist richtig krass, das ist richtig heftig.
diese eine Stelle, wo er auch Kusan wegkickt, so, weißt du, wo er da hat ja, doch sogar Kusan wegkickt, Kusan, auch Akainu verletzt und ja, so ja, mit Haki. Genau, und Akainu hat auch da gesagt, dass er Haki nutzte, also da war auch das erste Mal klar, okay, Marco hat Haki, was eh klar ist jetzt im Nachhinein so natürlich, aber vor dem Timeskip war das halt alles noch ein bisschen ungewiss so und da hat Akainu das wirklich so auch gesagt, du scheiß Haki-Nutzer und so, wo wisst ihr, ihn da ein bisschen ausgerastet ja. sind und man muss dazu auch sagen, der Kick gegen Kizaru, das war richtig geil. Das war ein richtig geiler Moment, wo auf einmal kam. So. Ich glaube, da wurde er mit das erste Mal auch eingeführt, so richtig so. Da war das Marco, der Phönix, so. Und er wird so abgeschossen von diesen Strahlen und kickt ihn dann einfach so. Und kurze Zeit hältst du der Moment an, so die Zeit und Kizaru wird einfach so in den Boden gerammt. Es war ja auch so, dass Kusan mit so einem Eisspeer Ruffy in die Schulter gerammt. Das haben auch viele vergessen, so, aber ich habe das noch im Kopf, weil ich da mal dieses Namenvideo gemacht habe, weißt du, über Ruffy. Genau, das war ja da, wo Whitebeard meinte ja dann, also Ruffy hat ja ganz am Anfang mit Whitebeard so ein bisschen konkurriert, so mäßig so, ja, ich mache hier mein Ding. Und das hat ja Whitebeard schon gefallen, weil er so gemerkt hat, dass er so von einem Charakter so ein bisschen ist wie Ace, als er aufs Schiff kam. Und dann hat er nach kurzer Zeit schon zu Marco gesagt so, Marco, lass den Jungen nicht sterben. Und dann muss man sagen, hat Marco das auch fucking ernst genommen, weißt du? Der hat ja dann auch, also der hat ja klar am Anfang den Tritt gegen Kizaru gemacht, wo sich auch ein bisschen die Leute streiten, weil ja Kizaru dann sagt so, oh, das tut aber weh. Und Marco angepisst sagt, ja, lüg mich nicht an und tritt ihn so weg. Ist halt die Frage, weil Kizaru hat jetzt auch keinen Schaden davon getragen, aber trotzdem, der Schlag gegen Akainu, und er hat ja auch Akainus Attacken abgewehrt, besser als Whitebeard zumindest. Ja, er hat so, aber drauf geschissen die ganze Zeit. Also er hat sich, ja genau, er hat Kusan einen Tritt verpasst, Kizaru und Akainu, deswegen, man kann es nicht schlecht reden, was er geleistet hat, und er hat halt auch wirklich Ruffy bis aufs Blut verteidigt, und er hat auch richtig gelitten, weil er ja dann an der einen Stelle Seestein-Handschellen angelegt bekommen hat, was halt einfach für jemanden wie ihn, das ist halt genau das Gleiche, was man mit Ace und Blackbeard damals hatte, weil Ace hatte ja eine Logia-Frucht und alle Gegner von Ace haben so ein bisschen hatten scheinbar oft kein Haki, weil ja dann auch Blackbeard gesagt hat, ist scheinbar schon eine Weile her, dass du mal einen richtigen Schlag einstecken musstest. Und für einen Marco ist das bestimmt was ganz anderes gewesen, weil der hat bestimmt richtig lange keinen Schaden mehr gefühlt, weil selbst wenn der abgeknallt wird, das heilt ja sofort, er fühlt ja nicht mal den Schmerz, weil es direkt wieder verheilt. So, und wenn der dann Seestein-Handschellen umkriegt und dann von Kizaru durchlöchert wird mit den Laserstrahlen, ich glaube, das zwiebelt dann nochmal extra, weil du dann halt so das erste Mal seit Ewigkeiten wieder der Schmerz fühlst, weißt du? Muss richtig hart sein. Deswegen Blackbeard als Gegner ist für ihn auch eigentlich das Schlimmste, was er auswählen kann. So. Seine Teufelskraft ist ja im 1-gegen-1-Kampf dann komplett nichtig. So. Deswegen könnte er... Alter, das ist echt krass. Da bin ich echt gespannt, ob wir da nochmal was sehen. Meinst du, wir werden nochmal was sehen vom Vergeltungskrieg danach? So? Ja, ich hoffe es eigentlich. Aber ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht irgendwie. Weil wir haben ja also auch schon so ein bisschen aus Erzählung und so, weißt du? Ja, ich glaube, man wird halt nur so, wenn jetzt vielleicht die Blackbeard-Piraten noch irgendwo eine Teufelsfrucht von da geklaut hätten, was ja eigentlich auch relativ wahrscheinlich ist, dann vielleicht noch so ein kurzer Schwenker, so, ja, wir sind mit Profit aus der Schlacht gegangen oder so, weißt du, so, für den Blackbeard-Piraten, dass man da vielleicht nochmal so einen ganz kurzen Schwenker, aber ich glaube nicht, dass wir da nochmal so 10 Panels oder so zu bekommen, wie der Kampf ablief, das wird, glaube ich, nicht passieren. Leider nicht, wie viele andere Sachen auch, aber... Wie gesagt, lass uns nochmal zu Marineford kommen. Was hat er da noch gezeigt? Ja, große Emotion natürlich. Und also wirklich, Alter, der ist so aus sich rausgegangen. Und der letzte Befehl von Whitebeard, was du eben schon erwähnt hast, den Stroh zu verteidigen. So, das ist halt die Sache. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum er Ruffy nochmal helfen würde und so. Er ist natürlich auch der Bruder von Ace und so, das weiß er. Und Ace zuliebe und bla, so. Er weiß doch, dass es moralisch richtig wäre, Ruffy zu helfen, weil Ruffy auch da war und so. Und ich weiß nicht, aber ich glaube trotzdem, dass aufgrund des letzten Befehles von Whitebeard, dass er deswegen immer noch jetzt helfen würde, auch bei Wano Kuni und so. Oder was meinst du, warum hat ein Marco überhaupt Interesse, in Ruffy zu helfen? Ansonsten so. Also, ja klar, auf der einen Seite natürlich so der letzte Befehl, der ihn dann noch so vom Whitebeard bekommen hat, den auszuführen. Auf der anderen Seite natürlich Ace, weil... Ich weiß nicht, ich kann mir auch schon vorstellen, dass Marco sich, also Marco ist halt so Crew fixiert, also der hat ja immer so alles auf sich genommen und der ist so auf seine Crew fixiert, dass der sich bestimmt sehr, sehr krasse Vorwürfe macht, wie das passiert ist. So als, man hat ja auch gesehen, wie gebrochen Marco war, als er gesehen hat, dass Blackbeard die Frucht von Whitebeard benutzt hat. So, der war so geschockt danach und
es ist ja auch verständlich. Und ich glaube, der macht sich zum Beispiel auch so ein bisschen Gedanken, weil, ich meine, so der einzige Versuch, wie er versucht hat, Ace zu retten, wo er da hochgeflogen ist, da hat er einen Punch von Garp kassiert und dann war Schicht im Schacht, so, weißt du? Ja, das war auch krass. So, und dann macht er sich, dann macht er sich wahrscheinlich auch so Vorwürfe und denkt sich dann so, ah, vielleicht hätte ich Ace überreden können oder so. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass er auf jeden Fall gewillt ist, Ruffy zu helfen. Außerdem auch hier wieder die Sache, dass er Nekomamushi ja auch eine Nachricht mitgegeben hat. Dazu kommen wir auch nochmal später. Deswegen, er ist auf jeden Fall auf Ruffys Seite. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sich auch andere Whitebeard-Piraten hinter Ruffy stellen würden im Zweifelsfall, wenn sie sehen, was Ruffy auch inzwischen einfach auch erreicht hat. Ja, ich denke, also für mich sind sowieso immer die drei, obwohl bei Vista ist noch ein bisschen anders, Vista, Joso und Marco sind einfach die drei so, die immer, die werden auch noch leben so, wir wissen das bei den anderen nicht mehr, aber ich glaube, das sind viele Whitebeard-Kommandanten auch gegen Weeble gestorben, auch glaube ich beim Vergeltungskrieg gegen Blackbeard, aber die drei haben glaube ich mal überlebt, auch wenn Joso nur noch einen Arm hat nach Marineford, aber trotzdem wird es dieses Trio, denke ich mal, immer noch geben. Die Frage ist, Vista, viele kennen die Theorie, dass Vista böse ist und so, und es gibt ja auch dieses kleine Easter Egg, wie ich das schon sagen, dieses kleine, dass Yasop und er sich immer so verfeindet angucken, so ist auch so ein Ding. Warum? Aber ich denke, die drei werden auf jeden Fall noch überlebt haben. Und wenn jetzt ein Marco kommt und sich nach Wano Kuni irgendwie dazugesetzt, das ist ja auch die Frage. Er hat ja auch zu Nekomamushi irgendwas gesagt, weißt du? Und was ist das? Ja. Also was? Ja, also wie gesagt, lass das mal am Ende machen. Lass mal noch auf zwei Sachen eingehen, die vorher noch ganz wichtig sind. Das erste ist, Shanks Crew-Beitritt war ja eine Sache, also der Bezug zu Shanks. Und das andere habe ich gerade vergessen. Oh Gott, ich habe es gerade vergessen, das war so interessant. Es gehört auf jeden Fall noch zum Charakter, nein. Aber kommen wir erstmal zu Shanks zu sprechen, vielleicht fällt es mir gleich wieder ein. Und zwar, Shanks hat ja damals schon zu Marco gesagt, komm doch in meine Crew, das Ganze ist dann nicht passiert. Aber man darf ja auch nicht vergessen, dass Marco auch irgendwie in der Schuld von Shanks steht, weil Shanks hat den Krieg beendet und das Erste, was er nach dieser Aktion quasi gesagt hat, ist, die Leichnamen von Ace und Whitebeard werden für eine anständige Bestattung uns übergeben, obwohl er ja quasi mit Whitebeard konkurriert hat, also keinen Bezug zu Ace hatte und keinen guten Bezug zu Whitebeard in dem Sinne hatte, hat er quasi direkt an die beiden gedacht und quasi Marco und den Rest der Whitebeard-Piraten ermöglicht, dass die beiden eine anständige Bestattung bekommen, was halt nicht üblich ist, weil so wie es der eine Marinesoldat auch sagt, ist ja eigentlich immer der Leichnam sehr demonstrativ für die Stärke der Marine oder halt für die Stärke der gewinnenden Partei. Und da war es eigentlich schon so, dass man sich bei der Beerdigung dann gedacht hat, okay, er hätte schon gut in die Shanks Piratenbande gepasst, aber es ist auch gut, wie man es gelöst hat. Jetzt weiß ich auch, was ich noch sagen wollte, denn das, was wir auch noch aus der Vergangenheit wissen, ist im Zusammenhang mit Blackbeard. Wir haben einen Screenshot, wo Blackbeard noch mit der Kralle kämpft und mit Joso und Marco da steht auf so einem Schlachtfeld. Und hier haben wir auch die letzte Referenz, was auch am Ende von Marineford ist, wo er sagt, dass Whitebeards Körper nicht normal ist. Also er weiß irgendwas zu Blackbeards Körper. Und das ist ja auch zum Beispiel eine Theorie, wenn wir gleich nochmal dazu kommen, was er Nekomamushi mitgegeben hat. Es ist ja vielleicht mehreres. Also es kann was zu Kaido sein, es kann was zu Edward Weeble sein oder auch zu Blackbeard und so, weißt du? Deswegen, also er weiß schon was, also der Kollege ist noch richtig wichtig, finde ich, für die Story. Ja, gerade, ich glaube auch genau deswegen, weil er halt den, das Schlüssel, ich glaube, das letzte Puzzlestück auch zu Blackbeard dann reinbringen kann. Ich glaube, Oda hat das extra noch nicht gemacht, also er hätte das ja auch schon bei Marineford rausdonnern können, direkt als es so passiert ist oder so, aber er hat es ja extra nicht gemacht, weil er sich das aufspart. Aber du hast recht, die beiden haben jahrelang, wenn nicht Jahrzehnte sogar, wir wissen ja nicht, wie lang Blackbeard und Marco jetzt bei Whitebeard genau waren, aber die haben Seite an Seite gekämpft. Wir wissen, dass Shanks auch seine drei Narben durch die Krallenwaffe hat von Blackbeard und du hast gesagt, er hatte diese Krallenwaffe auf diesem einen Bild. Auch, das ist auch im Manga, also das ist nicht nur so ein Anime-Ding. Und da hatte er auch die Krallen und da war Marco daneben und deswegen weiß er auch, wie er kämpft und was das Geheimnis ist. Und es soll ja irgendeine Hidden Ability geben von Blackbeard, was ihm erlaubt, höchstwahrscheinlich dann irgendwie, also hat es ja erlaubt, irgendwie einen Shanks zu verletzen. Und deswegen sehr interessant und er wird es sagen. Ich denke, das könnte sogar das sein, was Herr Nekomamushi gesagt hat, aber dazu später. Ja, man will immer alles sofort irgendwie sagen, weil Markus irgendwie, ja, weiß ich genau, nicht. Genau. So ein Charakter, den kann man schwer chronologisch abarbeiten. Weil alles aber auch so verstrickt ist. Genau. Ja.
Ja, es ist halt alles so verstrickt zueinander bei Markus. Ist halt nicht wie bei so einem Ruffy, der im East Blue startet, auf die Grand Line geht und dann nach Skype ja und dann wieder runterkommt und so. Weißt du, so ist es halt nicht so, dass man das so ganz chronologisch aufbauen kann. Deswegen ist das hier ein bisschen durcheinander, aber ich denke, man kann trotzdem noch ganz gut folgen. Aber wie gesagt, Körper von Blackbeard, er ist der Schlüsselteil dazu. Außerdem Bezug zu Shanks. Und hier wichtig, auch nochmal, weil wir ja auch darüber gesprochen haben, man sollte Marco stärketechnisch nicht unterschätzen. Das wird er auch nicht. Und zwar von den fünf Weisen wird er sehr, sehr hoch angesehen. Und das finde ich auch geil, dass man, nachdem quasi Blackbeard zwei Teufelsfrüchte gegessen hat auf dem Marinefort, haben die fünf Weisen im Anschluss gesagt, der ist der Einzige, der mit der Führung der Whitebeard-Piraten noch etwas dagegen machen kann. Und das finde ich ein sehr, sehr krasses Statement von den fünf Weisen. Was halt auch so gezeigt hat, okay, man dachte so, okay, Whitebeard ist tot. Und nachdem man gesehen hat, wie stark Whitebeard auf Marineford ist, dachte man sich so, okay, die bringen sowieso nichts mehr. Aber das war halt quasi nochmal die Bestätigung, die darf man trotzdem nicht unterschätzen. Also das finde ich auch für mich extrem ganz geil. Es ist ja, Whitebeard ist ja gestorben so. Und es gab ja dann wirklich, weil der Kampf, der Vergeltungskrieg, wo Blackbeard erst zu dem Kaiser wurde, war ja erst ein Jahr nach der Schlacht, also von Marineford. Also es gab für ein Jahr nur drei Kaiser, theoretisch. Aber für mich war eigentlich, ich schwör's dir, was auch die Dings gesagt haben, die Gorosei, er ist eigentlich für mich auch der Kaiser gewesen in der Zeit. Also natürlich will er das nicht und natürlich hat er auch nicht die Kraft und so eines Whitebeards und so, aber letztendlich ist ja fast nur, also es sind noch andere gestorben, aber fast nur der Captain so und halt Ace. Aber die Kraft und die ganze Division und so, die waren ja immer noch alle zu Ehren von Whitebeard auch noch immer bestehen. So. Und deswegen gab es ja eigentlich die Kaiser-Crew an sich noch. Und deswegen, der sie angeführt hat, war nun mal Marco. Das wurde auch so gesagt. Und deswegen, eigentlich könnte man ihn für diesen Zeitraum auch als Kaiser abstempeln. Aber ja, er wurde halt nicht so betitelt. Aber so rein so könnte man das vielleicht sogar so sagen, ne? Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen auch hier wieder, er ist ja auch quasi wie ein Katakuri oder wie ein King oder so, weißt du? Wenn du es so siehst, deswegen das ist auch heavy shit. Auch vielleicht mal hier kurz Zwischenfrage. Du magst es ja, wenn ich dir spontan eine Zwischenfrage stelle, ne? und zwar, wenn also bei Katakuri ist es über 1 Milliarde, bei King ist es auch safe über 1 Milliarde, wir wissen es aber noch nicht ganz genau, aber wir haben ja von Queen 1,32 Milliarden. Was glaubst du, Kopfgeld, Marco, nach aktuellem Stand? Also ich würde mir wünschen, wenn er 1,6 hätte. Es ist zwar ein bisschen hochgegriffen, 1,6. Aber ich schätze ihn, weil auch gerade Whitebeard immer mit der Roger Crew konkurriert hat, weil Whitebeards Crew, denke ich mal, na okay, es ist schwer zu sagen, wenn der zweiten Division, also Ace und dann noch als bekannter Sohn von Roger, der nur 500 hatte, so. Er könnte sich, entweder, es wäre auch in Ordnung, wenn er so 1 Milliarde hätte, so knapp, so, und dann wirklich so bei Katakuri-Niveau wäre, aber irgendwie schätze ich ihn stärker ein, beziehungsweise in der Welt auch ernst zu nehmen, dass er schon länger dabei ist. Also er ist ja auch nicht mehr der Allerjüngste, er ist ja auch schon 45. Deswegen, meiner Meinung nach könnte er so 1,6 schon haben, dass er höher als Ruffy noch ist. Würde ich mir eigentlich wünschen, aber man weiß es nicht. Gerade auch weil er die Whitebeard-Piraten anführt und oder angeführt hat halt und er von den fünf Gorosei ja auch mehr oder weniger als Kaiser deklariert wurde. Und wenn wir jetzt sehen, Blackbeard 2,247 Milliarden und der ist ja auch noch nicht so lange Kaiser, ist so ein etwas niedrigeres Kopfgeld für Marco, finde ich schon legitim. Vielleicht sogar so als Referenz, Ace hatte 550 Millionen und dann hat er vielleicht 1.550.000.000, so weißt du, so 1,55 Milliarden, so als kleine Referenz dazu könnte ich mir vorstellen. Ich würde mir aber auch wünschen, dass er mit das Höchste hat, weil wenn man jetzt mal so überlegt, King und Queen und Jack und so, die sind schon alle krass, aber von der reinen Gefahr von der Marine, ich meine, der war auf dem Marinefort und so, ich glaube schon, dass das realistisch ist. Ich finde 1,55 oder 1,6 Milliarden absolut legitim, aber da schreibt auf jeden Fall auch mal eure Meinung in die Kommentare, ist halt ein sehr, ja, sehr weitreichendes Thema, weil man jetzt natürlich argumentieren kann, okay, man hat jetzt schon über ein Jahr haben jetzt die Marine eigentlich nichts mehr von den Whitebeard-Piraten gehört oder nichts mehr von Marco gehört. Deswegen ist halt so ein bisschen die Sache, aber das halt dazu. Ja, und der letzte Punkt ist quasi nach dem Vergeltungskrieg. Denn nach dem Vergeltungskrieg ist Marco auf die Insel Swings zurückgegangen. Das ist die Insel,
wo Whitebeard herkommt, also der ja quasi da, wo Whitebeards Geschichte anfängt, wenn wir mal vielleicht irgendwann eine Charakteranalyse zu Whitebeard machen, oh, das wäre den geil. Ort nochmal. Ja, und das war, also ganz kurz, um es trotzdem mal kurz anzureißen, die Insel an sich ist halt extrem verarmt gewesen und wurde von der Weltregierung nicht berücksichtigt. Wir haben ja auch im letzten Podcast das mal angesprochen, dass die ja quasi so Steuern entrichten, also Himmelsgold bezahlen und so, um ja quasi Schulden zu begleichen, aber das war halt schon komplett verarmt. Da. Und als Whitebeard halt als Pirat da losgesegelt ist, weil er halt auch keine, er wurde halt nicht als Soldat oder so erzogen, von daher war das halt so, hat er ja auch direkt die Beute, die er gemacht hat, quasi investiert, um den Ort zu bessern. Und schlussendlich macht jetzt halt Marco genau das, er geht halt an den Ort und arbeitet da als Arzt oder ist da quasi so ein Arzt und beschützt das Ganze. Und er sagt dann halt zu Nekomamushi, dass er ihn nicht nach Wano Kuni begleiten kann, weil er das Dorf beschützen muss. Der ausschlaggebende Faktor dafür ist Edward Weevil. Wir wissen, Edward Weevil will Marco töten und wir wissen, was Edward Weevil mit den Whitebeard-Piraten anstellt. Er tötet sie alle und immer, wenn man ihn, also in der Szene, wo man ihn gesehen hat, hat er die ganze Umgebung komplett zerstört und das zeigt ja auch, dass, logischerweise die Insel auch da zerstört werden würde, wenn er da auftrifft, und deswegen ist das halt so der Kernfaktor. Sehr, sehr interessant, finde ich, auf jeden Fall. Ja, Weevil macht keinen Halt, deswegen, wenn er, und die Miss Bucking war vor 40 Jahren auch Piratin, die ist schon lange im Game und die kann wissen, wenn sie sich selber als Verlobte von Whitebeard und so betitelt und die führt nun mal Weevil an, wird sie höchstwahrscheinlich auch davon wissen, wo seine Heimat ist und so, das ist wahrscheinlich kein Geheimnis und deswegen, früher oder später werden die da auftauchen und, Alter, wenn da sich irgendwelche Leute als Söhne betiteln, so, dann wird er da durchdrehen, so. Oder nicht? Ja, aber ich muss an der Stelle sagen, es ist ja so, dass, also, das ist halt die Sache. Ich habe mal ein Video darüber gemacht, wo die Leute mir gesagt haben, genau, da ging es nämlich, Wano Kunis Rolle, also Marcos Rolle auf Wano Kuni so mäßig. Und dann haben ja auch Leute in die Kommentare geschrieben, nee, der bleibt ja auf Swings, der muss ja die Insel beschützen vor Weevil. Ja, stimmt, und deswegen geht er ja auch nicht mit Nekomamushi mit, aber Weevil wollte ja auch zu Ruffy, da Ruffy wissen könnte, wo Marco ist. So, also von Weevil ist ja auch eins der Ziele, Ruffy zu finden, und wenn Weevil dann logischerweise seinen Plan weiterhin folgt und auf Ruffy trifft, so, dann wäre es ja, dann wäre ja das Ding geritzt, so, weißt du, weil dann könnte auch einfach jemand zu Marco sagen, ey, Edward Weevil ist Geschichte, da brauchst du dir keine Gedanken mehr drum machen, weißt du? Ich glaube, so. Also das ist und wirklich deswegen, das Ding, weil, so, ne? Weil, dass Marco nur noch ja, deswegen genau, da ist, dann, wegen Weevil, ey. Ja, genau, das ist es nämlich. Und Edward Weevil, da er halt Ruffy sucht und Ruffy dann schnell 1:1 zusammenzählt, denke ich, wird er da relativ klar, ja, also, wie gesagt, es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, dass Marco im Wano Kuni Arc auftritt und da es gerade auch in Akte unterteilt ist, passt das auf jeden Fall super gut und deswegen würde ich das auf gar keinen Fall abschreiben. Also, das ist auf jeden Fall, schreibt Marco für den Wano Kuni Arc nicht ab, auch wenn er sagt, er kommt nicht, aber es heißt ja auch nicht, dass Edward Weevil da hinkommt und Marco ihn da besiegen muss, sondern einfach vielleicht wird Edward Weevil von jemand anderem besiegt, was halt sehr, sehr geil wäre auch, muss man allgemein sagen. Allgemein Edward Weevil mal irgendwie ein bisschen, oder muss ihn mal erklären, sag ich mal so. Wir wissen so wenig über ihn, dass er da ist. Wir wissen, erklären trifft so gut. Also warum ist er so stark und was, warum so? Hä, lass, chill doch einfach und lass doch alle in Ruhe, so, weißt du, was will der so? Aber ich hoffe, das wird bald erklärt, weil das ist schon so ein bisschen komisch. Und für mich wäre auch ein Weevil ein Kandidat für sogar Wano Kuni, dass der wirklich sogar auf alles scheißt, dass der einfach sowas von auf alles scheißt und sogar dahin geht, weil er weiß, Ruffy ist da, weil das steht ja in der Zeitung so. Also, dass er so ist, sogar egal, ob Kaido und Big Mom da ist und so, vielleicht Kaido und Big Mom sollten vielleicht sogar Miss Bucking kennen, wenn sie vor 40 Jahren eine berüchtigte Piratin war. Rocks Piraten war vor 40 Jahren, vielleicht sind die sogar auch in einer Crew gewesen oder sonstiges und dann kann so Weevil auch irgendwie dazukommen und dann, ja, geht schneller als man denkt, Leute, und dann haben wir den Salat mit Weevil. Ja, genau, und vor allen Dingen, Oda hat ja auch bestätigt, dass, oder stand ja auch in dieser Überschrift zum Magazin, wo quasi Wano Kuni angefangen hat, stand ja auch, dass jetzt quasi so eine Referenz zu, also dass Wano Kuni sehr stark an Marineford erinnern wird. Und in Marineford waren halt auch die Samurai der Meere integriert, die Kaiser integriert, die Marine integriert, auch ein Kizaru wollte auf Wano Kuni kommen und so. Deswegen, einer der sieben Samurai wird früher oder später definitiv auf Wano Kuni eine wichtige Rolle haben. Und das wird nicht ein ehemaliger Samurai wie Jinbei sein, sondern ein aktiver. Und da passt halt Weevil extrem gut rein. Und vielleicht als letztes, die Info, die Marco
Mikomamushi mitgegeben ich wollte hat. Ich wollte genau die Frage dir jetzt stellen. Ich wollte genau sagen, so jetzt habe ich noch eine Frage an dich und dann wollte ich dir genau das stellen, so, Alter. Ausgekontert direkt. Ja, fuck, jetzt muss ich sagen. Also ich glaube. ich will mich nicht festlegen, aber ich muss es jetzt machen. Ne? Wir sprechen über alles mal kurz. Dann. Ich sag aber direkt, was ich am wahrscheinlichsten halte. Ich denke, es wird eine News bezüglich. Ich will nicht Weeble oder Blackbeard sagen. Ich will am besten beides sagen. Ich finde es zu lustig, dass du gerade sagst. Ich werde jetzt aber erstmal eins sagen, was ich glaube, und ja, dann sprechen wir über alles. Und während ich das sage, versuche ich mich festzulegen, aber es ist schwer. Aber es könnte Blackbeard sein, dass er sagen will, er soll sich vor Blackbeard warnen, weil er weiß mehr über Blackbeard nun mal und auch das Geheimnis und auch der Vergeltungskrieg und er hat ja nochmal verloren gegen ihn und so mit den ganzen Whitebeard-Piraten. Also er weiß, wie krass Blackbeard ist und wie krassen Respekt man vor ihm haben sollte. So. Mehr als Ruffy. Ruffy scheiß auf ihn, er hat ihn auch im Impel Down einfach weggeprügelt. So. Aber es könnte auch bezüglich Weeble sein, weil der war davor auch im Gespräch gerade mit Nekomamushi und er ist nun mal da gerade, um vor Weeble da alles zu schützen. Wahrscheinlich, weil er auch weiß, wie krass Weeble ist. So. Also es könnte, meiner Meinung nach, muss es eins von den beiden Sachen sein. Was soll das sonst sein? Es könnte natürlich auch ein allgemeiner Tipp sein gegen Kaido, weil er nun mal auch Erfahrung hat gegen Kaido. So, ne? Aber ich glaube, das ist wirklich so eine Warnung, also wirklich, dass er ihn warnen will, gutherzig, so einfach wie er ist, einfach sagt, okay, passt auf vor denen, da sollte er sich auf jeden Fall vor in Acht nehmen. Und entweder Blackbeard oder Weeble. Ich sag aber, wenn ich mich jetzt festlegen müsste und das hier in Stein meißeln müsste, würde ich sagen, Blackbeard. Ich würde auch sagen, Blackbeard. Also logischerweise, er ist auf der Insel, um sie vor Weeble zu schützen. Das heißt, er selbst geht davon aus, dass Weeble nicht direkt zu Ruffy geht, sondern vielleicht direkt zu ihm geht. Also warum sollte er Ruffy vor Weeble warnen, wenn er davon ausgeht, dass Weeble auf seine Insel kommt, weißt du? Ja. So. Er geht ja dann davon aus, dass er sich selbst um das Problem kümmert. Deswegen halte ich Weeble für nicht so wahrscheinlich. Außerdem wird vor Weeble schon in der Zeitung im Allgemeinen gewarnt. Also ja, ne, es ist halt so, ob er dann vor Weeble warnt. Blackbeard, glaube ich, ist das Wahrscheinlichste, weil er sagt, der Körper ist unnormal. Er hat jetzt vielleicht auch einfach viel Zeit darüber gehabt und im Vergeltungskrieg wahrscheinlich auch einfach nochmal mehr davon gesehen, weil wir haben ja die Blackbeard-Piraten gesehen und wir haben jetzt nicht gesehen, dass irgendeiner von den Blackbeard-Piraten schwer verletzt wurde, irgendwie ein Arm fehlt oder gar tot ist. Das haben wir nicht gesehen, aber wir wissen, dass die Whitebeard-Piraten eine komplette Niederlage erlitten haben. Die fünf Weißen haben aber gesagt, dass Marco der Einzige wäre, der in der Lage wäre, Blackbeard jetzt noch was entgegenzuwirken. Die Frage ist, sind die fünf Weißen wirklich so falsch gewesen mit der Einschätzung, dass Marco so viel schwächer ist, dass er so eine krasse Niederlage leidet, oder hat Blackbeard wieder etwas krass ausgepackt, eine Trumpfkarte, von der sie nichts wussten, also auch die fünf Weisen nicht. Und diese Trumpfkarte möchte Marco jetzt über Nekomamushi Ruffy mitteilen. Das ist der wahrscheinlichste Fall, dass er halt einfach vor Blackbeard warnt. Was aber auch eine Möglichkeit ist, die oft in der Community besprochen wird. Natürlich, man weiß nicht, wie man gegen Kaido ankommen soll. Ruffy versucht eine neue Haki-Methode zu lernen, damit er durch die Schuppen von Kaido kommt. Schön und gut, aber ich denke, wir wissen alle, dass das vielleicht nicht so gut klappen wird. Und die Sache ist ja, nachdem Kaido auf die Insel von Kid geprallt ist, hat er ja auch gesagt, oh, Whitebeard hat es geschafft zu sterben, ich habe es noch nicht geschafft. Es ist sehr wahrscheinlich, gerade weil Marco so ziemlich das erste Crewmitglied von Whitebeard war, dass Whitebeard und Kaido schon mal aufeinander getroffen sind in irgendeiner Weise. Und dann ist es auch sehr wahrscheinlich, dass Marco irgendetwas über Kaidos Stärke weiß und vielleicht auch etwas über die Schwachstelle. Kaido hat auch eine sehr krasse Narbe, also es ist schon möglich, dass Marco etwas darüber weiß, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die beiden aufeinander getroffen sind, weil ja auch Kaido wollte Whitebeard auf Marineford töten. Er fand es krass, dass er sterben konnte und so. Deswegen, Marco wird sehr, sehr gut über Kaido Bescheid wissen und vielleicht ist da nochmal eine Info dabei. Also ich fände beides cool, muss ich sagen. Ja, ich auch, aber das mit Blackbeard liegt halt wirklich nahe und das wäre auch cool für die Story. Stell mal vor, wir haben auf einmal wirklich wieder in der Story so wie Nekomamushi jetzt, also Blackbeard alleine nur erwähnt, wie krass wäre das so, wenn er zu Ruffy in einem Dialog, was für ein geiles Chapter das wäre so, obwohl es immer nur Kunjak ist und gar nichts mit Blackbeard zu tun hat an sich, wenn er trotzdem Blackbeard nur, das wäre einfach geil. Oder wenn er ihr sagt, so warnt ihn, er jagt Teufelsfrüchte, so nimm dich vor ihn in Acht, er will deine Frucht, hat er gesagt, oder so, dass er vielleicht die Gum-Gum-Frucht will oder irgend so ein Schwachsinn, dass er, oder dass er, nee, seine Frucht hat er nicht, weil das haben wir noch gesehen, aber mit der Fähigkeit, weißt du. Wie er da die ja, Leute ja, heilt. Ja, gut, Burgess hatte ja schon auf Dressrosa das so ein bisschen so angeteased, aber ich meine, wenn jetzt vielleicht weiß ja Marco nicht, also es ist halt die Sache, wie Marco denkt, dass Blackbeard vorgeht, weil
Vielleicht sagt er auch Marco einfach so mäßig, Ruffy, ich weiß, dass du vielleicht Ace tot rächen möchtest oder so. Er kennt ja Ruffy nicht so gut, weißt du? Und wenn er dann vielleicht verhindern möchte, dass Ruffy das gleiche macht wie Ace damals. Blackbeard hat Fetch getötet, Ace ist ihn hinterher, um ihn zu killen, so. Blackbeard hat indirekt Ace getötet, weil er hat ihn ausgeliefert und Ruffy möchte ihn vielleicht rächen. Und dass er ihn vielleicht davon abrät, indem er sagt, bevor du gegen Blackbeard kämpfst, sprich mit mir, sonst hast du keine Chance oder so. Oder keine Ahnung, irgendwie. Oder du kämpf einfach nicht gegen Blackbeard, du wirst sterben oder so. So irgendwie sowas, dass er halt indirekt einfach Ruffy mitteilt, dass es keine gute Idee wäre, Blackbeard zu suchen. Das könnte ich mir auch vorstellen. Oder er soll warten auf ihn. So, es könnte auch so eine Sache sein, dass er sagt, ja, bevor du Blackbeard angreifst, warte. Oder ich will dabei sein oder so. Dass er, ich kann mir vorstellen, dass er auf jeden Fall immer noch Rache will an Blackbeard und alles daran setzt, dabei zu sein, wenn Blackbeard ja, irgendwie... Safe. Aber ey, das... Ich sehe das überhaupt nicht kommen zurzeit, ey, dass irgendwie Blackbeard ist noch so unantastbar. Und ich bin gespannt. Also, wir haben ja nur diesen ganz minimalen Ausschnitt gesehen auf Zoo, wo wir jetzt, wo wir gesehen haben, wie die beiden, nur die beiden Fraktionen, also die Whitebeard-Piraten, die Überbleibsel und dann die Whitebeard, die Blackbeard-Piraten, so. Also, man hat ja nicht mal einen Kampf gesehen. Und mich würde auch interessieren, wie der Kampf abgelaufen ist. Also, vielleicht ist auch jemand gestorben, den wir kannten von den Whitebeard-Piraten noch oder so. Aber ich denke, von Vista und Josu und so, diese wichtigeren Charaktere, die werden nicht einfach so draufgehen oder das macht. Das kann ich mir schwer vorstellen. Es wäre aber krass, ne? Wenn so jemand von der Whitebeard-Piratenbande auf einmal so die Diamantenfrucht auf den Tisch haut, ey, dann. Digga, das ist vorbei. Also wirklich. Hätten wir die in dem letzten Flashback schon gesehen? Heftig. Alter, das wäre richtig krass. Aber zum Glück ja, nicht. Das wäre ultra krass. So, jetzt haben wir auch 40 Minuten über Marco. Es gibt über Marco halt nicht so viel, deswegen ist es kein XXL über eine Stunde Podcast, wie ihr es gewohnt seid, Leute. Aber, wie gesagt, wir wollen halt auch Charaktere abarbeiten, wo es halt nicht so viele Infos gibt und nicht so viele Auftritte. Und deswegen, Marco ist einfach ein geiler Charakter, prädestiniert dafür, mal so eine Analyse zu machen. Wir haben jetzt zeitlich einfach, sind wir ein bisschen hin und her gesprungen, aber letztendlich haben wir alles erwähnt, was es über ihn gibt, so. Ihr könnt ja mal eure Meinung zu Marco, was glaubt ihr, was hat der Nekomamushi gesagt? Da war ja einfach so ein ekliger Cut, das war das erste Kapitel von Wano Kuni, weiß ich noch, das kam letztes Jahr raus und dann war auf einmal der Cut, da hat sich auch gefreut, weil okay, Wano Kuni und so, freut man sich genauso, das erste Mal Wano Kuni, aber man hätte schon gesehen, so eklig wie Oda ist, dass er da einfach da wieder weggecuttet, so, fand war schon ein bisschen wieder typisch Oda, aber wir werden es ja noch erfahren, wie gesagt, das ist ja immer nur noch ein Argument, One Piece weiter zu verfolgen, noch ein Geheimnis, Reverie, Imsama, was ist das, noch ein Geheimnis, noch länger gucken, man will es ja halt immer wissen und deswegen bleibt man auch immer an One Piece dran und deswegen ist One Piece auch immer so geil. So, schreibt, wenn ihr bis hierhin gehört habt, Hashtag euren Lieblings-Whitebeard-Piraten in die Crew. Dem Phönix. Leute, ey, jetzt schneide ich raus, das wissen die gar nicht. Nein. Asche aus dem Phönix, Leute. Kennt ihr die Asche, die aus dem Phönix? Nein, Leute. Okay, ich bin jetzt raus. Ich gebe die letzten Worte an Myrolox und wünsche euch natürlich wie immer einen wunderschönen Tag. Einen wunderschönen Tag. Oder Abend oder Morgen. Je nachdem, wann ihr schaut, Leute. Ja, Marco, der Phönix, ultra interessanter Charakter. Immer wieder eine Charakteranalyse. Wir haben ja auch in den letzten Videos schon gemerkt, dass ihr sehr viel Lust auf das Format habt. Wir haben daran auch sehr viel Spaß, was einfach super interessant ist. Man kommt auch einfach im Video selbst dann auf neue Ideen. Deswegen, das an sich ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Schreibt auf jeden Fall, wie gesagt, zu allen Aspekten mal eure Meinung in die Kommentare. Auch, welche Nachricht, glaubt ihr, hat Marco weitergegeben und so. Also einfach solche Sachen, damit man mal sich so ein bisschen austauschen kann, damit wir uns da nochmal eine Meinung einholen können. Das fände ich auf jeden Fall sehr interessant. Und mit diesen Worten beende ich die 10. Ausgabe des Podcasts. Es ist jetzt inzwischen die 10. Ausgabe. Wir kommen sehr gut voran, Leute. Danke für euren Support. Haut rein. Ciao und Asche. Ja.